Herzlich willkommen auf meinem Kanal der Nadelfee Jasmin und ich möchte euch einladen zu einer Serie von kleinen Decken, Untersetzern bzw. die ihr dann auch weiter ausarbeiten könnt in einen Tischläufer zum Beispiel, so wie ihr es am Anfang des Videos auf den Bildern gesehen habt. Vielleicht habt ihr ja zwischendurch auch noch ein paar Anregungen für mich, sodass ich sie dann in einem Video mit aufnehmen kann. Ich habe hier schon einmal so ein Platzdeckchen für euch vorbereitet mit dieser hübschen Kante. Aber ich werde heute damit beginnen, euch die Grundlage zu zeigen, nämlich so ein Untersetzer, Deckel, wie auch immer. Denn so einen Kreis zu häkeln, das braucht man öfters. Auch wenn man zum Beispiel mal eine Mütze häkeln will, ist das eine gute Grundlage. Und damit will ich meine Serie beginnen. Das wird also der erste Teil sein und die weiteren werden dann folgen. Die Idee zu meiner Anleitung habe ich von der Supla Ducani. Ich habe auch ihre Erlaubnis, dass ich ihre Modelle, ihre Ideen in Deutsch wiedergeben kann, die Anleitung auf Deutsch machen kann. Und ich danke ihr erst einmal dafür, weil ich finde, das sind alles super Ideen. Nur kann man ihrer Sprache schlecht folgen, jedenfalls ich als Deutsche nicht. Und so habe ich sie gebeten, mir die Erlaubnis zu geben, ihre wunderschönen Sachen nachzuarbeiten. Dieses Deckchen, was ich eben euch gerade gezeigt habe, habe ich von ihrem Video abgeleitet. Ich habe versucht, so genau wie möglich es mir war, diese Decke nachzuarbeiten. Und sie wird auf jeden Fall ein Video von mir für euch dann werden. Aber wie gesagt, ich beginne erst einmal hier mit diesem Kreis. Ich zeige euch nun noch ein paar andere Varianten von ihr, damit ihr neugierig werdet. Zum Beispiel haben wir auch das hier. Ich finde das super toll. Und auch hier, naja, habe schon ein bisschen drauf rumgekritzelt, um ein paar Anleitungen mehr zu machen. Und auch das hier wird eine Sache werden. Und hier ist der Beginn von ihr. Also vielen Dank an die Supla Ducani. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne auf ihre Seite gehen und euch dort anschauen, was sie alles dort schon gezaubert hat. Ich verwende auch das Garn von ihr, zumindest in ähnlicher Weise. Und zwar habe ich da hier das beliebte Eisjahn von mir, also aus der, aus diesem, von dieser Webseite Eisjahns. Und das ist ein Makramee-Garn, nennt sich Makramee-Cord, ist Polyester hier angegeben mit der Verarbeitung der Nadelstärke 4. Ich habe allerdings die 5 genommen, weil ich auch ein bisschen fester häkle, sodass es dann damit hinkommt. Ihr seht, 100 Gramm haben 160 Meter und man kommt da schon ganz gut mit hin. Es ist ein wunderschönes Garn. Es gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Und wenn ihr also auf diese Seite geht, kommen, dann findet ihr dort all meine Garne, die ich hier jetzt auch verwende. Denn von Rot, Gelb, Blau, alles ist möglich und ich glaube, ihr könnt euch einen kleinen Vorrat dafür schon bestellen, denn ihr seht ja, die Supla Ducani hat hier auch mit vielen Farben gearbeitet, was ich wunderschön finde. Also, ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht und lege jetzt mit euch gemeinsam für den Anfang, nämlich diesen Kreis zu häkeln, gleich los. Ich beginne also meinen Kreis mit einem Fadenring und zwar lege ich dafür meinen Faden um den Daumen einmal herum und gehe dann mit der Nadel hier durch und hole den Faden durch diese Schlinge, halte dann die Schlinge hier unten fest mit Daumen und Mittelfinger und arbeite in den Ring dann meine Stäbchen. Als erstes zur Befestigung mache ich erst einmal eine
feste Masche. Und da wir jetzt in den Fadenring 13 Stäbchen hineinhäkeln, brauche ich hier erst einmal eine kleine Erhöhung. Das heißt, ich mache gleich noch einmal eine Luftmasche und beginne dann die Stäbchen zu arbeiten, indem ich immer in diese Schlaufe hinein die Stäbchen häkle. Das zweite Stäbchen. Und man sieht hier, dass wir hier einen doppelten Ring haben. Das ist auch gut so, denn da haben wir dann eine richtig feste Grundlage. Und weiter mit den Stäbchen. Wie gesagt, insgesamt 13 Stück in den Ring hinein. Und dann zeige ich euch, wie ihr die Runde schließen könnt. Ich habe hier jetzt mein 13. Stäbchen gehäkelt und schließe jetzt die Runde, indem ich hier in das erste Stäbchen hinein den Faden durchhole und die Runde mit einer Kettenmasche schließe. Das heißt hier gleich wieder durch die Schlaufe. Somit haben wir jetzt einen Ring und eine Grundlage, um die nächsten Runden häkeln zu können. Ich erhöhe gleich wieder mit zwei Luftmaschen und in die gleiche Masche hinein häkle ich jetzt zwei Stäbchen. Und wir müssen den Ring ja vergrößern. Das heißt, wir verdoppeln jede Masche, indem wir zwei Stäbchen hineinhäkeln. Also wieder in die nächste Masche zwei Stäbchen häkeln. Und hier wieder gleich in die nächste Masche hinein zwei Stäbchen. Das wieder die ganze Runde durch und am Ende zeige ich euch den Übergang. Ich häkle jetzt in die 13. Masche wieder zwei Stäbchen zur Verdopplung. Ich habe jetzt hier den Übergang, das heißt, diese zwei Luftmaschen, die hier gemacht wurden, ersetzen mir jetzt ein Stäbchen und ich häkle hier in die letzte Masche oder vielleicht auch den Beginn der Erhöhung hier hinein. Man sieht die Masche, glaube ich, ganz deutlich hier. Dort hinein noch einmal ein Stäbchen. Und schließe die Runde mit der üblichen Kettmasche in dieses erste Stäbchen. Wir haben jetzt hier einen, finde ich, sehr schönen Übergang, dass man nicht sieht, wo ich Anfang und Ende habe, also fast nicht sieht. Die nächste Runde beginne ich wieder mit den zwei Luftmaschen und auch gleich in die erste Masche ein Stäbchen wieder hinein. Und in das nächste Stäbchen hinein arbeiten wir zwei Stäbchen. Also wir verdoppeln jetzt wieder jede zweite Masche. In das nächste ein Stäbchen und in die zweite kommen zwei Stäbchen. Und hier wieder praktisch zwischen den beiden Verdopplungen der Vorrunde ein Stäbchen und hier in die Verdopplung zwei Stäbchen. Auch das wiederholt sich die ganze Runde hindurch, also immer ein Stäbchen und zwei Stäbchen in die Verdoppelung. Ich häkle jetzt meine 14. Verdopplung, das heißt, hier ist die 13., dann kommt hier in diese Masche noch einmal ein Stäbchen
Und wir haben ja hier diese zwei Luftmaschen als Übergang und hier unten drunter wieder die eine Masche. Ich ziehe es mal noch ein bisschen auseinander, dass ihr das besser sehen könnt und arbeite dort ein Stäbchen hinein, welches dann zusammen mit der Erhöhung die Verdopplung bildet. Also hier in das erste Stäbchen jetzt hinein und die Runde schließen mit der Kettmasche. Kontrolliert ruhig eure Arbeit hier an der Stelle auch nochmal, denn es passiert schon auch mal, dass man mit dem 1-2-Prinzip durcheinander kommt. Also es ist immer wichtig, dass ihr wie hier 2 und eine im Wechsel gehäkelt habt. Denn der Anfang ist wichtig, dass dann nachher die Maschenanzahl auch passt. Ich werde euch an dieser Stelle zeigen, wie ihr diesen kleinen Kreis schon beenden könnt mit einer ganz einfachen Methode. Und wer das jetzt als Grundlage nehmen möchte, so wie ich nachher auch später für meine Deckenserie, der häkelt einfach in den Runden weiter. Ich zeige euch das dann auch in einem nächsten Video und beende aber jetzt erst einmal hier dieses kleine Deckchen. Und zwar häkle ich dafür in diese Maschen hinein. Also ich nehme hier dann gleich die nächste, steche also nicht hier in diese ein, sondern in diese und arbeite hier eine Kettmasche. Die schließe ich so locker wie möglich ab und in die nächste Masche dann auch wieder gleich eine Kettmasche. Also einstechen, Faden holen und durch die schon vorhandene Schlaufe durchziehen. Macht das schön locker, umso besser legt sich die Masche nachher auf den Rand auf. Also einstechen, Faden holen und durchziehen. Und dann seht ihr, habt ihr hier einen wunderbaren Abschluss, also eine schöne Kante. Das natürlich die ganze Runde durch. Ich glaube, das könnt ihr selbstständig auch nachher hier die Runde schließen. Das einfach nur noch mal hier einstechen und den Anschluss finden. Damit finde ich, habt ihr eine super Grundlage für weitere schöne Deckchen, mit denen ich euch dann auch überraschen werde, denn dazu habe ich noch weitere viele Ideen. Also bleibt dran, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Bis dahin, liebe Grüße, eure Nadelfee Jasmin.